40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 3. Today is day number 3. Wir sprechen über das Gleichnis vom Sämann. And we're speaking about the parable of the sower. Und wir wollen es lesen zusammen in Markus Kapitel 4. And we read that together now in Mark chapter 4. Vers 1 bis Vers 20. Verse 1 to verse 20. Und wieder fing er an, am See zu lehren. Again, Jesus began to teach by the lake. Es versammelt sich eine große Volksmenge zu ihm. The crowd that gathered around him was so large. So dass er in ein Boot stieg und von dem See aus sprach. So that he got into a boat and sat in it out on the lake, while other people were along the shore at the water's edge. Genau. Und die ganze Volksmenge war auf dem See, auf dem Land. Und er lehrte sie in vielen Gleichnissen und sprach zu ihnen. He taught them many things by parables, and in his teaching said, listen. Und in seiner Lehre und sagt, hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Listen, a farmer went out to sow his seeds. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine auf dem Weg. And as he was scattering the seeds, some fell along the path. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. And the birds came and ate it up. Und anderes fiel auf das Steinige. And some fell on rocky places. Wo es nicht viel Erde hatte. Where it did not have much soil. Und es ging sogleich auf. And it sprang up quickly. Und weil es nicht tiefe Erde hatte. Because the soil was shallow. Ja. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. But when the sun came up, the plants were scorched. Weil es keine Wurzeln hatte. And they withered because they had no root. Und es verdorrte. Und anderes fiel auf die Dornen. And other seed fell among thorns. Und die Dornen, sprossen auf und erstickten es. Which grew up and choked the plants. Und es gab keine Frucht. So that they did not bear grain. Und anderes fiel auf gute Erde und gab Frucht. Still other seed fell on good soil. Indem es aufsproste und wuchs. It came up, grew and produced a crop. Und es trug 30. 60-fach und 100-fach. Some multiplying 30, some 60, some 100 times. Und Jesus sprach, and Jesus spoke, wer Ohren hat, der höre. Whoever has ears to hear, let them hear. Und als er allein war, fragten die bei ihm waren. When he was alone, the 12 and the others around him asked him about. Nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen. Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Yeah, and they asked him about the parables. He told them, the secret of the kingdom of God has been given to you. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. But to those on the outside, everything is said in parables. Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen. So that they may be ever seeing but not perceiving. And ever hearing but not understanding. Damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Otherwise they might turn and be forgiven. Then Jesus said to them, don't you understand this parable? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? How then will you understand any parable? Der Sämann sät das Wort. The farmer sows the word. Und die an dem Weg aber sind die, die das Wort Gottes gesät wird. Some people are like seed along the path where the word is sown. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt. As soon as they hear it, Satan comes and takes it away. Dass in sie hineingesät worden ist. He takes away the word that was sown in them. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden. And others like seed sown on rocky places. Wenn sie das Wort der Menschen, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln in sich. They hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, sondern sie sind Menschen des Augenblicks. They last only a short time. Und wenn nachher Bedrängnis und Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Und andere aber sind die, die unter Dornen gesät. And still others, like seeds sown among the thorns, essen die, die das Wort gehört haben.
These are like the ones that hear the word. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth. Und die Begierden der nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. And the desires for other things come in and choke the word. Und es bringt keine Frucht. Making it unfruitful. Und jetzt kommt eine wichtige Gruppe. And now comes a very important group. Und die, die auf gute Erde gesäten, sind jene. Others, like seeds sown on good soil, die das Wort hören, are those that hear the word, und es aufnehmen, accept it, und Frucht bringen, and produce a crop. Eines 30-fach, eines 60-fach, eines 100. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. Das ist eine wichtige Bibelstelle hier. This is a very important scripture. Und eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Prinzip, das Jesus hier erklärt. And a very important principle that Jesus is explaining here. Mit diesem Gleichnis von dem Sämann. With this parable of the sower. Da kommt dieser Sämann und er sät das Wort. There comes the sower and sows the word. Er sät die Saat, die Saatgut. Er sows what is supposed to bring a rich harvest. Und da gibt's drei Gruppen. And there are three groups. Das eine ist das Steinige. The first ones are the stony ones. Dann die mit Dornen. Then those with thorns. Und dann gibt's die mit guter Erde. And then there are those with good soil. Der ganze Leib Christi ist in diese drei Gruppen geteilt. The whole body of Christ is split up in these three groups. Gibt's den steinigen Boden? There's the stony ground. Gibt's den Dornenboden? There's the thorny ground. Gute Erde. And the good soil. Und entsprechend der Erde. And according to that soil. Kommt die Frucht zustande. Comes the fruit. Bei manchen 30-fach. Some. 30-fold, bei manchen 60-fach, some 60-fold, und bei manchen 100-fach, and some 100-fold. Und manche haben gar keine Frucht. And some have no fruit at all. Aber woran hängt das? But where is the problem? Die Jünger verstehen das gar nicht. The disciples don't understand that. Jesus, bitte erklär uns das. And they say, Jesus, please explain this to us. Und er sagt, kein Problem, ich erkläre es uns. Yes, Jesus said, no problem, I explain it to you. Der Sämann ist das Wort. The sower is the word of God. Das Wort Gottes. It's the word of God. Das Wichtigste ist die Saatgut des Wortes. And the most important thing is the seeds. Und dann kommt der Gruppe Nummer 1. And then comes the group number one. Das ist das Steinige. The stony ones. Das Wort wird auf dem Weg gesät. And the word is going to be sown on the way. Und dann kommt der Satan und nimmt dieses Wort weg. And then comes Satan and takes that word away. Bei Adam und Eva war das auch schon so. Even with Adam and Eve it was like this. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Should God really have told you? Der Teufel hat es weggenommen. The devil took it away. Und dann kamen Zweifel zustande. And then the doubts came. Die Gruppe Nummer 1 ist diese steinige Gruppe. The group number one is this group with a stony heart. Wo der Teufel es einfach wegnimmt. Where the devil takes away the seed. Und steht hier drin, es sind Menschen des Augenblicks. And these are people of the moment. Die haben keine Wurzeln in sich. They have no roots in them. Wenn Bedrängnis kommt oder Verfolgung, when there's any persecution or hindrance, dann wird das Wort gleich weggenommen. Then the word of God will be snatched from them. Da ist keine Frucht da drin. Because there's no fruit in them. Die zweite Gruppe, the second group, sind die Dornengruppe. Is the group of the thorns. Die Saat wird hineingelegt auf dornigen Boden. The seeds will be thrown into a ground where there are a lot of thorns. Und die haben drei Probleme, diese and zwei they have three problems, this die group. Sorgen der Zeit. The worries of the time. Betrug des Reichtums. The falsehood of riches. Und die Begierden nach den übrigen Dingen. And their deep desires for all the things in the Sie world. Sie kommen und ersticken das Wort. Come and suffocate and destroy the word. Und die dritte Gruppe. And the third group. Die haben gute Erde. They have good soil. Sie hören das Wort. They hear the word. Sie nehmen es auf. They take it in. Und sie machen es auch. And they do it. Und sie haben 30-fach Frucht, 60-fach und 100-fach. They have 30-fold, 60-fold and 100-fold harvest. Ich glaube, wir im deutschsprachigen Bereich. I believe we in the German-speaking countries. Wir in der westlichen Welt. We in the Western world. Wir haben sehr dornigen Boden. We have thorny grounds. Ziemlich dornig. Pretty much alle, with thorns. Alle drei Punkte treffen bei uns zu. All three problems are for us. Genau. Es ist die Sorgen der Zeit. It is the worries about life. Ja. Es ist der Betrug des Reichtums. It's the deceitfulness of wealth. Und die Begierden nach den übrigen Dingen. And the desires for other things. Menschen, die das Wort Gottes hören.
people that heard the word of God. Manche wollen eine Vision von Gott kriegen. And receive a vision from God. Manche kriegen eine Berufung. Many receive a calling. So wie Mama Maria eine Berufung bekommen hat. Just like Mama Maria received the calling to come to Africa. Hat Gott in dein Leben schon hineingesprochen? Has God already spoken into your life? Und er hat die Saat gesät in dein Herz. I think he has already sown some seeds in your heart. Und ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du diese Saat nimmst. That you take those seeds. Und dass du nicht auf dornigen Boden belässt. And that you are not allowing those seeds to be in a thorny ground. Sondern auf guten Boden setzt. Put it on good ground. Und es viel Frucht bringt. On good soil to bear much fruit. Und diese dornige Gruppe. And this thorny group sind die ein Wort vom Herrn bekommen. Are those that receive a word from God. Aber dann kommen die Sorgen der Zeit. But then comes the worries of the life. Wie werde ich überleben? How will I survive? Wie werde ich das alles finanzieren? How will I finance everything? Wie wird es in meinem Alter sein? How will it be in my old age? Werden noch genug Menschen um mich herum sein? Will there be enough people around me? Wie wird meine Zukunft sein? How will be my future? Es sind die Sorgen der Zeit. These are the worries of this life. Und der Teufel erstickt das Wort Gottes. And in this case that the enemy suffocates, destroys the word of God. Zweite Problem ist Betrug des Reichtums. And the second problem is deceitfulness of wealth. Mein Haus. My house. Meine Einkünfte. My income. Meine Rente. My retirement. Meine Versicherung. My insurances. Meine Absicherung, die ich gemacht habe in meinem Leben. My securities that I have planted in my life. Mein Reichtum. My riches. Aber die Bibel sagt, es ist ein Betrug des Reichtums. And it says it's a deceitfulness of wealth. Denn Reichtum hat keine Sicherheit. Riches, wealth has no security. Es gibt nur eine Sicherheit. There's only one security. Und das ist in Jesus Christus. And that's in Jesus Christ. Und das dritte Problem von der dornigen Gruppe. And the third problem of this thorny group sind die Begierden nach den übrigen Dingen. Yes, is desires for other things. Sie wollen ihre Bedürfnisse erfüllen. They want to themselves to fulfill their needs. Gib mir, dass ich erfüllt werde. Give me everything that I live for a fulfilled life. Ich will meine Bedürfnisse erfüllt haben. Fulfill my needs. Das ist dorniger Boden. And that's thorny ground. Aber Jesus sagt, but Jesus says, lass uns keine dornigen Menschen sein. Let us not be thorny people. Sondern lass auf gute Erde gesät sein. But let the word be sown in good ground. Mein Wunsch für dich ist, my desire for you is, dass dein Herz, that your heart, frei ist von Sorgen. Is free of worries. Frei vom Betrug des Reichtums. Free from the deceit of wealth. Frei von den Begierden nach den übrigen Dingen. And free from the desires for other things. Und dass dein Herz ein Herz ist mit guter Frucht. And that your heart is a heart which brings forth good fruit. Wenn Jesus in dein Herz spricht. So that when Jesus speaks into your heart. Dass du sagst, ich habe gute Erde in meinem Herzen. You say, I have good soil in my heart. Und dass durch dein Leben. And that through your life. 30-fach Frucht entsteht. 30-fold fruit. 60-fach Frucht entsteht. 60-fold. 100-fach Frucht entsteht. 100-fold fruit. Und wenn du eines Tages im Himmel bist. And when one day you are in heaven. Du guckst zurück auf diese Erde. And you look down on this earth. Und du sagst, danke Jesus. You say, thank you Jesus. Dass du dein Wort auf gute Erde gesät hast. That you have sown your word on good soil. Und dass durch mein Leben. And that through my life. Tausende gerettet wurden. Thousands are saved. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Wenn Gott in dein Leben gesprochen hat. When God has spoken into your life. Schon vor vielen Jahren. Also already many years ago. Hol das Wort raus. Get the word out again. Hol es raus aus diesem dornigen Gebüsch. Get it out of those thorny areas. Glaube dem Wort Gottes. Believe the word of God. Gott hat sein Wort in dein Herz gesetzt. God has put his word into your heart. Werde frei von Sorgen. Be free from worries. Werde frei von diesem Betrug des Reichtums. Be free from that deceitfulness of wealth. Und werde frei von diesen Begierden nach den übrigen Dingen. Be free from those desires for all these other things. Und nimm das Wort Gottes und sagst, Gott, du hast gesagt. And take the word of God and say, Lord, you have said. Und das ist gute Erde. And that is good soil. Und dann kommt gute Frucht zustande. And that good fruit is coming. Ich möchte dich sehen im Himmel. I want to see you in heaven. Mit viel Frucht. With much fruit. Weil du die richtige Entscheidung getroffen hast. Because you have made the right choices. Bitte treff die richtige Entscheidung. Make the right decisions. Dein Leben ist davon abhängig, für welche Entscheidung du heute triffst. Then your life is depending on the decisions that you make today. Und deine Zukunft ist davon abhängig, was du heute tust. And your future is depending on what you do today. Und erfolgreiche Menschen im Reich Gottes. And successful people in the kingdom of God sind nicht steinig. Are not stony, sehen nicht
dornig, are not thorny, sondern sie haben guten Boden. But they have good soil. Und wenn Gott Saat hineingibt, and when God puts seeds in this good soil, kommt gute Frucht heraus. Then good fruits are coming. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. And I wish you from all of my heart, dass dein Leben, that your life, ein fruchtbares Leben ist. A fruitful life will be. Für unseren König Jesus. For our King Jesus Christ, der alles für uns gegeben hat. That has given everything for us. Und vergiss niemals. And don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.